Genau, es werden jetzt natürlich erstmal Add-ons gesucht, wie immer. Du willst einfach nur ganz in Ruhe ein Ründchen spielen und dann erstmal nach Updates gucken. Das ist wie bei Windows. So, wir setzen natürlich fort. Wir fangen nicht von vorne an oder sonst was. Wir haben beim letzten Mal Verbündete gesammelt. Ich hoffe, wir sind da bald durch. Wir müssen jetzt noch rausfinden, wer der Verräter ist. Das wird bestimmt nochmal spannend. Ich kann mich erinnern, zuletzt. Haben wir dieses Dorf nicht beim letzten Mal angezündet? Ich bin mir sehr sicher, dass wir dieses Dorf beim letzten Mal angezündet haben. Untertauchen? Nee. Will ich gerade nicht. Ja, hier liegen auch überall noch die Leichen. Aber das Dorf sieht aus, als wäre nie irgendwas gewesen. Da vorne ist irgendwas da. Da gehe ich mal eben hin. Was? Egal was da ist, wir gehen da kurz hin und dann begeben wir uns in Richtung Heimat. Oder Grantabrück? Nach Grantabrück sollen wir auf jeden Fall. Warum schreien die hier denn alle so rum? Ich finde das nicht in Ordnung. Oh, Kohlebarren, sehr schön. Wirklich? Ich tauche unter, indem ich mich vor diesen Teppich stelle. Ja, ist gut, ist gut. Ah, hier. Hier soll ich also hin. Was ist hier? Achso, nee, da ist Untertauchen. War doch gerade noch dieser goldene Punkt. Ja, gut, anscheinend nicht. Muss ja auch nicht sein, ne? Also, ich bin da nicht so. Wie war das übrigens nochmal mit dem Reittier, was man rufen konnte? Ah, es war X. Ich vergaß. So, ich hatte nämlich keinen Bock, den ganzen Weg zu laufen. Deshalb sehr gerne mit einem kleinen Pferdchen. Vielleicht sehen wir unterwegs ein paar hübsche Sachen. Wir können ja mal schauen. So, das hier wäre nicht so weit. Das hier ist nicht so weit. Es sollte natürlich irgendwie schon ein bisschen auf dem Weg liegen. Kann ich hier plündern? Aha. Ich würde, wenn, sehr gerne erst auf diesen Turm. Und dann würde ich einen Raubzug starten. Dieser unheimlich akrobatische junge Mann klettert einfach mal ein Türmchen hoch. Klar. Okay, hier ist alles sicher. Übertreib deine Rolle bitte nicht. Danke. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir können auf jeden Fall plündern. Das ist immer sehr schön. Da können wir plündern. Hier und hier. Wow, ich habe eine leere Schachtel gefunden. Das ist echt toll. Opal. Wow. Dann wollen wir mal. Stirb. Oh, ich hab schon wieder keine Pfeile mehr.
Die Glocke läutet, wir sehen es bloß nicht. Das ist normal. Ich glaube, unsere Jungs sind da. Ich würde tatsächlich in der Zeit hier mal ein bisschen im Inventar rumstöbern. Wir haben hier ein paar sehr schöne Äxte. Wo steht denn dabei, ob die ein- oder zweihändig ist? Ich würde echt gern... Ach hier, Zweihand. Ich würde grundsätzlich nämlich sehr gern mal... ein bisschen... mit zwei Äxten kämpfen. So, wir brauchen Materialien. Damit wir hier irgendwas verbessern können. Vielleicht kriegen wir ja bei dem Raubzug was. Ne? Das wäre echt schön. So, Rüstung, da können wir auch nichts verbessern. Wir können grundsätzlich, glaube ich, gerade im Moment gar nichts verbessern. Ja. Wir bräuchten Eisenerz und Leder für die Axt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. 70 Eisenerz und 30 Leder. Ich glaube, wir jagen demnächst mal ja, ein paar Tiere. Was geht hier raubzugmäßig ab? Wenn ich hier runter gehe, könnte ich meucheln und mir Pfeile holen. Attentate sind sowas Schönes einfach. Ich hoffe, das bringt mir was. Ich werde hier in der Zeit mal so ein bisschen plündern. Vor allem die Pfeile. Da sehe ich mich. Nami! Schön, dass du da bist. Ich hole mir erst Verbündete, dann kämpfe ich hier gegen den Lanzenhaini. Hallo? Alter, bleib doch mal weg. Digga! Ich konnte gar nicht ausweichen. Das ist bestimmt ein Bug. Behaupte ich jetzt einfach. Das ist nicht, weil ich irgendwie nicht spielen könnte. Nee, das ist definitiv ein... Das ist definitiv ein Spack. Ja, mach ihn kaputt, Walhalla. Brudi. Mach mal. Vielleicht. Jetzt. Wo ist der Lanzenhaini? Der muss definitiv sehr früh sterben. Die glauben, da säßen drei Frauen an einem Brunnen und weben das Schicksal aller Menschen. Sag mal, lästerst du gerade über mich? Junge! Ich greife den von oben an. Komm, warum schwer machen, wenn es doch auch einfach geht? Weil jetzt könnt ihr mir gar nichts. Und ich habe vergessen, hier zu plündern. Das geht so nicht. Das müssen wir unbedingt alles mitnehmen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja noch. War das alles? Ja. Geh bitte nicht zu weit. Komm schon, ich will dir den Kopf schießen. Stirb, du Wichser. Dann rufen wir mal die Freunde an. Das ist so das mittelalterliche WhatsApp gewesen. Da hast du den Horn geblasen. Ja, und wie wir kämpfen. Walhalla. Pam. Okay, hier ist keiner drin. Das lohnt sich nicht. Fragen. Erstmal Verbündete holen. Nebenbei ein bisschen plündern.
Alter, hör doch auf. Die mache ich wieder von oben fertig. Oh, meine Jungs haben den fertig gemacht. Das ist sehr gut. Gib mir mal bitte kurz ein bisschen Deckung. Ja, kein Problem. Jungs. Könnt ihr bitte... Halt, stopp! Ah, hier sind noch mehr. Sehr gut. Ja, Mann. Wir sind alles Freunde. Klar. Ihr geht mir eigentlich voll am Arsch vorbei. Geht ihr mal ruhig töten. Hey, komm mal kurz her. Genau. Ja, und ihr so? Der hat sich aber auch echt Zeit gelassen. Nee, ihr sterbt. Ich mache heute keine Gefangenen. Wow. Hey, 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 hey. Leute, stirb. Versteck dich nicht. Versteckt er sich hinter der Tür, weißt du? Soll er doch zuschauen, wie ich hier alles klau. Ach, das kann er wieder nicht alleine. Schön. Streng dich doch mal an. Komm, drück. Ah, Rohmaterial. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Was haben wir hier noch? Geh mal weg. Pam. Guckst du, so macht man das. Du musst da richtig... Fertigkeitenpunkte. Du musst da richtig reinprügeln. Pam. Überall pam. Truhe plündern. Warum macht denn der das nicht? Weißt du? Steht hier... Oh, das ist eine Frau. Entschuldigung. Da steht hier Alte vor der Truhe. Voller Reichtümer. Und dann kommt sie nicht mal auf die Idee, die Scheißtruhe aufzumachen. Das ist... Ey. Geh mir aus dem Weg. So, was geht hier drin noch ab? Tagebuch eines Priesters. Wir sind Männer des Friedens. Dies ist ein Kloster, kein Heerlager. Und doch haben wir Wigmunds Leute, eine Gruppe von gefangenen Dänen, hierher gebracht. Sie halten sie hier fest, gefesselt und hungernd. Aber warum, frage ich mich? Ihr Schicksal ist besiegelt. Wigmund wird ihren Tod anordnen. Vielleicht wollen sie sie foltern. Ja klar, Alter, warum nicht? Wenn das der Fall ist, dann macht mich das unruhig. Nichts jagt mir mehr Angst ein, als ein Däne, der mit dem Rücken zur Wand steht. Ja, da hat dieser Priester vermutlich gar nicht so Unrecht. Achso, die Tür kann ich einfach aufsperren. Na, klar. Dann lassen wir hier noch ein paar Jungs frei. Ich verstehe auch nicht, warum die ihre Kumpels hier nicht rauslassen. Ja, Entschuldigung, dann bleib drin. Vollidiot. Undankbares Pack. So, hier ein bisschen was zu futtern. Wow, 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 wow. Leute, die, eure Jungs sterben hier. Seid ihr dumm? Bruder, alles gut? Ich glaube, die waren Ticken zu lang im Feuer. Du solltest den hier eigentlich plündern, aber das hat sich jetzt erledigt. Stattdessen trägt er Leute rum. Gibst du Leder? Oh, ja, Mann, die Hühner geben Leder, das ist richtig gut. Könnte ich dann nicht rein theoretisch immer meinem Pferd rufen, es töten und es wieder rufen? Okay. Dann halt nicht. Versuch was wert. Haltet das Huhn! Ich brauche Leder. Ich brauche dringend Leder. Ich möchte dringend meine Waffen aufbessern.
Schlag den Priester. Ach du. Ah, was ein Vollidiot. Du wirst doch wohl das Huhn schlagen können. Alter, der ist zu. Der ist zu blöd, einen Huhn zu erschlagen. Tierknochen. Ja, vielleicht brauchen wir sie noch. Tötet ihr Essen, Jungs. Leck mich, ganz ehrlich. Lasst die Hühner leben. Zündet lieber ihre Häuser an. Das macht auch, ja, meistens mehr Spaß. Kannst du bitte hier, danke. Oh fuck. Oh fuck. Leg dich auf den Boden und roll dich im Dreck. Vertrau mir. So, kann man hier noch? Sorry, aber ich brauche Leder. Wow, es hat nichts gebracht. Gibst du Leder? Was? Och, echt jetzt? Warum darf ich niemanden umbringen? Ich will Menschen umbringen. Warte mal, Schweine geben doch bestimmt Leder. Ganz sicher. Tot. 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 Könntet ihr bitte Leder geben? Schweine geben kein Leder. Hühner schon. Lol. Diese Hühner nicht. Sind Hühner zivile Verluste? Ich glaube, hier haben wir schon alles, oder? Mhm. Ja, haben wir geplündert. Wir sollen aber hier hin. Da bin ich noch ein bisschen weit weg. Aber vielleicht gehen wir doch mal ein Stück zu Fuß und bringen unterwegs ein paar Tiere um. Für Leder. Ach, und hier, Fertigkeiten. So, erstmal ein bisschen rausscrollen. Wo können wir weitermachen? Was ist denn interessant? Schleichen. Wolfsrüstung. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf irgendwas mit Rüstung. Weg des Raben. Ausweichen. Okay. Nahkampfschaden. Attentatsschaden. Da sehe ich uns. Inventar. Wir könnten den Bogen aufwerten. Ja, komm, scheiß drauf. Gönjamin und so. Wir machen einfach. Den Bogen nutzen wir sowieso ziemlich viel. Kleine Rune, ja. Haben wir schon drauf. Hier haben wir auch eine Rune drauf. Hier haben wir eine Rune drauf. Da kann ich keine Rune draufpacken. Im Moment. Wow, wir sammeln jetzt wahrscheinlich wirklich jeden Schlüssel auf. Da habe ich ja richtig Lust. Puppe mit echtem Menschenhaar. Toll. Ich frage einfach nicht nach. Ja, eine leere Schachtel. Davon haben wir sogar schon drei. Das ist... Wow. Geil.
Gut, Leder und Eisen wären schön. Wisst ihr, was auch lustig ist? Bin mal. Hallo. Schade, ich dachte, ich kann das Kreuz brennen lassen. Wäre auch zu schön gewesen. Ich befürchte bloß, dass wir auf dem Weg vermutlich kein Eisenerz finden. Aber dann soll es nun so sein. Bäumische. Um Eisenerz zu finden, müssten wir vermutlich eher in gebirgigere Gegenden. So. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Leder. Ganz ehrlich. So ein Fuchs. Oder ein Bambi. Lol, ich habe den sogar noch getroffen. Wie krass. Ich bin so ein Skiller. Drei Stück, das gibt auf jeden Fall ein bisschen Leder dazu. Hirschhuf, mhm, interessant, ja. Noch einer, cool. Ich weiß zwar nicht, was wir damit machen können, aber wir haben sie. Plündern. Muss plündern. Ich klopfe bloß mal an und frage mal eben, ob die vielleicht ein bisschen Eisenerz für uns haben. Explodiert das? Explodiert. Gut zu wissen. Das ist lustig. Okay, das war vielleicht ein Tick zu früh. Aber das geht doch bestimmt, oder? Ich kann hier safe rein. Ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass das ein Weg nach drinnen ist. Weil irgendwas sagt mir, ich soll das Ding mitnehmen. Warum soll ich das sonst tragen können? Ah. Klar. Oh, hier ein bisschen Silber und ein weiterer Opal und ein Brief. Nachricht einer Verehrerin. An den blonden Jungen, der die Flöte spielt. Schnäuzelchen, pass mal auf. Wenn dieser blonde Junge, auf den du so ein bisschen stehst, weißt du, du findest ihn scharf, das verstehe ich, ist halt ein Cutie und so. Aber wenn er schon auf der Flöte spielt, bin ich mir nicht so sicher, ob du sein Beuteschema bist. Womöglich ist jetzt nur eine Vermutung, steht dieser blonde Junge auf Flöten und nicht auf Mundharmonikas. Verstehst du? Das. Ich glaube, das wird nichts. Aber zurück zum Brief. Du weißt nicht, wer ich bin. Ach was. Aber ich habe meine Ohren von deinem Musikspiel segnen lassen. Ich habe noch nie ein so gefühlvolles Flötenspiel gehört. Ich liebe mich. Deine Lieder sind so schön und gleichzeitig traurig, beruhigen mich aber auch auf eine Weise, die ich nicht näher beschreiben kann. Okay. Mir ist aufgefallen, dass du immer nur nachts spielst, ohne Zuhörer.
Bist du schüchtern? Das musst du nicht sein. Musik wie deine kann Herzen heilen und Seelen retten. Ja, ich spiele die Leier. Immer dieselbe alte Leier. Zwar bin ich nicht so geübt wie du, aber vielleicht könnten wir einmal gemeinsam aneinander spielen. Deine Verehrerin Millswith. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Schön hier. Warum genau kann ich mich hier verstecken? Mehr ist ja auch nicht. Ich wäre bestimmt auch übers Dach reingekommen. Aber vermutlich nicht mehr so gut raus. Ah, nochmal dieselbe Statue. Vielleicht gibt es ja da oben was, wenn da schon extra ein Weg ist. Sonilai, hi. Ja, na, ich habe den Brief nicht geschrieben. Solch wohltuende Worte kann man von mir nicht erwarten. Ich habe mal einen, da war ich auf meinem poetischen Höchstpunkt, kann man schon fast sagen. Da habe ich mal einen Liebesbrief geschrieben mit einem Gedicht. Pisse ist gelb, Kacke ist braun. Ich kann nicht aufhören, dir auf die Titten zu schauen. Kam nicht so gut an. Verstehe ich. Alter. Verstehe ich zwar auch nicht unbedingt. Aber gut. Geschmäcker sind eben verschieden. Ich überlege gerade. Sei mir jetzt nicht böse, aber vielleicht stehe ich gerade auch einfach auf dem Schlauch. Verrat's mir doch einfach. Dann werde ich es bestimmt wieder wissen. Wahrscheinlich fällt es mir dann wieder ein. Sekunde. Leute, ich habe die Chance, eine Babykatze zu streicheln. Ich gehe mal kurz in die Pause. Bis gleich. Sorry, da kann ich nicht widerstehen.